Schon als wir noch Kinder waren, hatten wir einen großen Traum. Den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Hallo Leute, ich bin Lars, das ist Sigrid und wir sind Feiersager. Wer will unseren Eurovision Song hören? Ganz Island wird sich über uns totlachen. Nein, so ist das gar nicht. Doch, mein Vater schämt sich für mich. Das tut er nicht. Er sah mir tief in die Augen und sagte, oh, ich schäme mich für dich. War er da betrunken? Er sagte, du denkst vielleicht, ich wäre betrunken. Aber ich bin stocknüchtern, Mann. Idiot. Ganz offiziell wird Firesaga in den Contest nachrücken. Das geht nicht. Das ist furchtbar. Sie sind zu alt. Es ist schrecklich, aber es geht nicht anders. Dann sind wir drin. Ja? 42 Länder. Über 500 Künstler. 180 Millionen Zuschauer weltweit. Das ist Eurovision. Wow! Nimm dich in Acht vor dem. Das ist ein Aufreißer. Du siehst gut aus, Sigrid. Deine Stimme ist sehr spirituell. Danke. Wir sind ein Duo, das sich nie trennen wird. George Michael sagte dasselbe über den anderen Wham-Kerl. Hatte der auch einen Namen? Andrew Ridgely. Wir müssen konzentriert bleiben, wenn wir gewinnen wollen. Was soll das werden? Ich will nur, dass mein Ding-Dong etwas größer aussieht, als er wirklich ist. Wie schlau. Ja. Soll ich das auch machen? Ja, mach Kamelzehe. Kommt doch immer gut. Okay. Da sind sie. Dann wissen Island und mein extrem hübscher Vater, dass ich mein Leben nicht verschwendet habe. Oh nein. Ich habe es für uns beide versaut. Lars, du bist ein Träumer. Mein Träumer. Es geht nicht. Yes. Romanzen, die zerstören Bands. Fleetwood Mac, Ace of Base, Simon und Garfunkel. Ja, richtig, da gab's noch Simon. Jedenfalls geben sie nicht auf. Diese Nacht ist unsere Nacht. Ihr hattet keine Chance, es zu schaffen. Was lachst du? Ich will eine Boxerei mit dir anzetteln. Du schlägst zwar, aber zur Sache ist sehr entspannend. Geh über einen Teebeutel. Ah.